ja, warte mal. Ton haben wir jetzt für den Originalen von der Kamera da, ne? Versuchen wir mal trotzdem. Die Verlosung ist beendet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Leider hat sich bis jetzt bloß einer gemeldet von denen, die gewonnen haben. Wir haben drei. Guckt mal nach. Auf eure Kommentare hatte ich dann geantwortet. Und an die angegebene E-Mail-Adresse schickt ihr mir dann bitte mal eure Adresse. Und dann geht der Speedmarker auch noch raus vor Weihnachten. Und habt dann vielleicht sogar noch vor Weihnachten da. Dann hatten wir noch die Frage mit der Absaugung von meiner Fräse. Da werde ich gleich mal die GoPro zur Hilfe nehmen und werde euch versuchen, das zu zeigen. Es ist halt, wie ich auch schon im Kommentar geschrieben hatte, die Original Triton-Fräse, auch da die Original-Absaugung dran. Ne? Ich probiere gleich mal, wie ich das hinkriege, dass das besser zu sehen ist. Ansonsten machen wir heute ein Projekt. Ich habe es da schon zu liegen, deswegen gucke ich schon wieder andauernd nach unten. Kurz vor Weihnachten, ihr braucht noch auf die Schnelle ein Geschenk. Auf jedem Flohmarkt, auf jedem Weihnachtsmarkt gibt es in der Zwischenzeit Schneidbretter ohne Ende. In den merkwürdigsten Formen, Mosaiken, hast du nicht gesehen. In Österreich, wo wir jetzt gerade in Wien waren, haben wir viel ganz einfache Schneidbretter gesehen. Einfach nur ein Brett mit einem Loch drin, damit man es besser greifen kann. Fand ich total schön und so weit machen wir heute. Dann habt ihr, wenn ihr wollt, auf die Schnelle noch ein Weihnachtsgeschenk. So, Absaugung von der Oberfräse. Hier ist dieser Ring drin. Und der ist auch direkt fest. Nee, fest ist er nicht dran, man kann auch abnehmen. Aber an der Oberfräse dran. Bam, 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 bam. Wie kriegen wir den jetzt raus? Müsste man die ganze Fräse mal schnell ausbauen? Oder ich guck mal, was von unten sehen. So. Sieht man jetzt leider aber auch nicht mehr viel. Also wie gesagt, das ist die Triton-Fräse. Und hier oben ist der originale Absaugring dran. So, jetzt haben wir uns mal ein bisschen Licht gemacht. Ich hoffe, das ist scharf. Hier oben sitzt dieser Absaugring drin. Hier hinten, da oben, ist der Schlauch, der da rangeht, geht dann hinten, nach hinten raus. Der hier und geht dann hier in mein Blastgate rein. Hier habe ich dann nochmal die Möglichkeit, die Absaugung für oben anzuschließen. Und das war's schon. Ganz ehrlich, ich möchte das jetzt eigentlich nicht unbedingt rausnehmen. Funktioniert jedenfalls recht gut. Einziger Nachteil bei der Triton ist halt die die Verstellung von oben. Wo ist er hier? Setzt sich immer wieder mit Staub zu. Und von der Einstellung her ist es nicht optimal. Vor allen Dingen, man muss immer noch mal zusätzlich hier unten, wo ist er, den Hebel betätigen. Ja, ich hoffe, ich habe dir damit geholfen. Wenn du noch mal genauer sehen möchtest, sag Bescheid, dann nehme ich es halt doch mal schnell aus. So, wir haben uns, oder ich habe mir jetzt hier angezeichnet, wie ich mir gedacht habe, wobei ich glaube, ich muss hier noch ein bisschen schmaler werden. Kommt noch ein Loch hin, dann kann man das schön greifen. Die seitlichen Schnitte machen wir an der Tischkreissäge. Das sägen wir nachher mit der Stichsäge aus. Und Loch bohren, schleifen. Das ist eine schöne Maserung.
nur mal oben die Lüftung ein bisschen angemacht. Die Kanten ein bisschen nachgeschliffen. Hier ist noch eine kleine Ecke drin. Da war ja nachher noch eine Rundung anfräsen ringsrum. Sollte damit dann auch weg sein. Ansonsten haben wir jetzt schon mal erstmal soweit fertig. So, und da wir ja ein bisschen faul sind, machen wir das jetzt hier natürlich schnell mit der Abrichter, anstatt so lange zu schleifen. Dann haben wir ein schön sauberes Bild gleich. Kleiner Hobelschlag drin, den lassen wir. Eins der Probleme an dieser Triton ist, die hat ja diese automatische Arretierung, wenn man sie hochdreht. Die wird aber nur wirksam, wenn die Maschine ausgeschaltet ist. Weil da eine mechanische Sperre drin ist, dass wenn die Maschine eingeschaltet ist, kriegt sie gar nicht so weit hochgedreht, dass die Sperre dann rausfährt. Das heißt, diesen Schalter muss man jetzt mal ein bisschen umbauen, dass man sie richtig hochgedreht kriegt, permanent eingeschaltet bleiben kann. Weil dafür hat man ja hier vorne diesen Sicherheitsschalter. Alles nicht so die ganz optimale Lösung. So, was nehmen wir denn hier für einen Abrundfräser? Eigentlich brauchen wir so einen ganz kleinen nur. Habe jetzt hier den Punkt und könnte hier schon nicht mehr richtig anlegen. Aber ich kann jetzt hier anlegen, da anzeichnen und dann rüber. Und zur Kontrolle gehen wir da nochmal hin. Und da haben wir dann den gleichen Punkt. Und von oben auch. So, jetzt bohren wir das hier einmal vor, dann fräsen wir die Kanten und dann sind wir schon soweit durch. Beim Bohren ist mir jetzt hier gerade noch eine Sache eingefallen. Gunnars Winkel hat das neulich mit seinen tollen Bohrern von der grünen Marke gezeigt, mit diesem langen Zentrierbohrer, dass man auch schräg bohren kann und von beiden Seiten dann bohren kann, damit man keine Ausrisse hat. Könnte aber auch viel einfacher machen. Ihr bohrt, habt jetzt hier schon mal, also entweder bohrt er gleich mit einem 3 mm Bohrer. Einmal vorher bohrt oder ihr fangt erstmal so an. Geht dann hier auf die Mitte und bohrt einmal 3 mm durch. Haben wir hier schon einen schönen sauberen Ausschnitt. Und wir haben jetzt hier ein Führungsloch, wo wir die Zentrierspitze vom Forstner Bohrer wunderbar einsetzen können. Jetzt hier den gleichen Effekt. Wir sind genau zentrisch übereinander rausgekommen. Ja, der Radius ist schon sehr schön.
einmal überschleifen und die Sache ist durch. Hat euch das kleine Weihnachtsprojekt gefallen? So auf die Schnelle noch ein Geschenk. Ich finde es ganz praktisch. Ist doch schön geworden. Wollt ihr mehr von solchen Projekten sehen? Lasst ein Abo und ein Like da. Und über einen Kommentar freue ich mich auch immer. Und denkt dran, die Verlosung von den Speedmarkern ist vorbei. Die Gewinner sind gezogen. Es hat sich bis jetzt nur einer gemeldet. Zwei sind noch offen. Guckt mal in eure Kommentare rein. Da habt ihr eine Antwort von mir bekommen und schreibt mir eure Mailadresse bzw. eure richtige Adresse per Mail und dann gehen die Dinger noch raus. Der erste ist heute schon rausgegangen und die anderen beiden kommen noch hinterher. Drei Stück sind es insgesamt, die ich diesmal verlost habe. Also, schöne Feiertage und bis zum nächsten Mal. Toll, dass ihr wieder zugeguckt habt. Bis dann, ciao.